Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde World of Warship. Ja, heute bin ich noch mit dem Flugzeugträger der BOGO unterwegs. Die BOGO habe ich auch schon vorgestellt, das heißt, wer die Vorstellung sehen möchte, einfach mal in meine Playlist reinschauen. Dort habe ich die BOGO vorgestellt und sie mit dem gleichstufigen japanischen Flugzeugträger verglichen. So, starten wir die Geschwader. Die sind schon am Vorfliegen. Wir gucken mal, wo unsere Flotte hinzieht. Die scheint sich hier in dem Bereich aufzuhalten. Noch ein bisschen schwer zu sehen. Ich denke mal, die 9er Linie ungefähr werde ich mich aufhalten. So, Jäger kann ich vorschicken. Ich habe als Gegner eine Ruyo, die Stufe 6. Aber meine Jäger würden trotzdem gegen die feindlichen Jäger gewinnen, weil, wie gesagt, Captain Skill ist drin. Das heißt, damit, und die Jäger sind voll ausgebaut. Das heißt, damit dürfte ich es locker schaffen. So, ich würde sagen, da ist auch schon der erste Kandidat. Ich habe mir inzwischen angewöhnt, das erste Schiff zu torpedieren, was auftaucht, um einfach die Flugzeiten gering zu halten. Da kommt schon das Jägergeschwader. Ich könnte jetzt auch den Zerstörer torpedieren, aber der fällt mir da oben besser. Inzwischen ist es, wie gesagt, habe ich so die Tipps bekommen, immer direkt anzugreifen und nicht irgendwie ewig rumzufliegen, sondern einfach erstes Schiff, was es ist, egal was, Zerstörer oder ein Kreuzer, gleich versuchen, den zu torpedieren. Als Amerikaner geht es ja ziemlich gut. Auch mal ein Schnack, komm. Jo, ich würde sagen, das hat ihn erledigt. Und ihr könnt, wie gesagt, ein First Blood machen. Von der volle Reihe, die auf ihn einging. 4 Torpedotreffer. Erstes Schiff versenkt, First Blood. Gleich 2 Medaillen verdient. Oh, mein Jägergeschwader scheint doch ein bisschen Probleme zu haben. Aber eher Munitionsprobleme. Das ist der Nachteil. Da sie aufgerüstet sind, haben sie ein weniges Munitionsdepot. So, wie gesagt, ihr seht, ich fahre die BOGO in der Standardausführung mit einem Jagdgeschwader und einem Torpedogeschwader. Die beiden Ausbauten, die es gibt, einmal mit 2 Bomber und einem Torpedogeschwader habe ich auch probiert. Aber mir gefällt dieser Ausbau einfach nicht, weil die Bombergeschwader, ich weiß nicht, wenn du dann Pech hast und kommst gegen den Japaner rein. Und der Japaner hat Jäger, dann verlierst du damit sogar und das als Amerikaner. Ich weiß nicht, ich brauche so ein Jägergeschwader bei den Amerikanern, brauche ich. Die Ausführung mit 2 Jägergeschwader und ein Bombergeschwader ist natürlich dann wieder das ganz Extreme. Habe ich auch probiert, wenn du in ein Gefecht reinkommst und hast überhaupt keinen Flugzeugträger als Gegner, dann machst du halt gar nichts. Kannst du mal einen Bombergeschwader losschicken und das war's dann. Mit den Jägern vielleicht ein paar Scoutflieger runterholen. Aber absolut uninteressant. So, gucken wir mal, wie es aussieht. Ich muss mich mit meinem Flugzeugträger ein bisschen wegbewegen. Ich wollte ja auf die 9er Linie hochfahren. Allerdings sieht es da nicht so rosig aus. Aber wie gesagt, mein Team hält sich in dem Bereich eigentlich auf. So, Torpedostaffel ist schon wieder in der Luft, Jägerstaffel auch. Ich würde sagen, wir gucken uns hier oben ein Ziel raus. Obwohl... Ja... Hier, wir sind beide down. Oh, da ist eine Jägerstaffel. Kann ich doch mal meinen Jäger hinschicken. Er zieht sich schon zurück. Da würde ich lieber den da oben mal versuchen zu torpedieren. Na, der startet seinen Jäger, das ist auch schlecht. Dann müsste ich kurz warten, bis meine Staffel frei ist. Den Zerstörer. Der bekommt eigentlich auch schon guter Beschuss, das heißt, den brauche ich hier meine Torpedos eigentlich nicht verschwinden. Ah, mein Jäger sind frei. Dann kann ich ihn da hochschicken. Und den feindlichen Scoutflieger runterholen.
Er müsste doch hier irgendwo sein. Ich weiß, ich könnte jetzt doch Torpedogeschwader des Feindes herunterholen, aber ich möchte hier einen guten Anflug haben. Und dafür müsste ich den Jäger herunterholen. So. Jetzt kann ich angreifen. Na, Ober. Mittlere Geschwindigkeit. Das sollte gut kommen. Oh, er bremst volle Kanne ab, oder wie es aussieht. Warum wird er plötzlich so langsam? Oh, schade. Schade. Der ist jetzt plötzlich extrem langsam geworden. Entweder hat er einen Schraubentreffer abbekommen. Und er hat seine Geschwindigkeit verlangsamt. So, mein Jagdgeschwader ist schon wieder am Kämpfen. Allerdings habe ich ein bisschen Probleme gerade. Da oben. Oh, mein Jagdgeschwader hat verloren. Ah, jetzt hätte ich die Ober schön bombardieren können. Naja. So, mein Flugzeugträger ist nicht in Bewegung. Das gefällt mir gar nicht. Wir sollten euren Flugzeugträger immer in Bewegung halten. Ihr habt mal vielleicht keinen Blick auf die Minimap oder so. Und irgendwo ist ein Zerstörer, der ich antorpedieren kann. Deshalb solltet ihr immer in Bewegung bleiben. Auch wenn ihr irgendwie nur auf einer kleinen Fläche irgendwelche Kreise fahrt. Aber ein stehender Flugzeugträger ist ganz schlecht. Was kann sein, dass irgendwo auf 10 Kilometern eine Isokaze rankommt oder so. Und dann kann sie ihr Torpedos reinbringen auf einen stehenden Flugzeugträger. Da lacht sich der Spieler tot. Und hier zum Beispiel von unten könnte auf jeden Fall ein Zerstörer kommen. So, mal aufklicken, dass die es auch sehen. Hier kommen einige Feinde, die cappen. Oh, schöne Ziele für mich. Ich werde jetzt das Schlachtschiff hier torpedieren. Bis jetzt sieht er ziemlich gut für uns eigentlich aus. Wir haben ein Schlachtschiff mehr. Oh, es hat noch volle HP. So, die Miyogi. Mittlere Geschwindigkeit. Hier soll das relativ gut liegen, ungefähr. Zum Nachjustieren. Ja, das sollte gut kommen. Das müsste volle Bereitzeit geben. Ja. Das sind 4 Treffer. Ich sag 4, also ich sag. Ich habe in einem Video hat er alle drüber geschrieben, um schräg versucht. Dann kann man mal 5 hinbekommen. Finde ich aber sehr schwer. Auf ein stehendes Ziel habe ich mal 5 hinbekommen, aber auf ein sich bewegendes finde ich mit 4 volle Bereitseite eigentlich in Ordnung. So, ich muss mich mit meinem Flugzeug hier ein bisschen hinter der Insel verkriechen. Ich verlege jetzt mal den Rückwärtsgang ein. Weil gerade kommt mir das Schlachtschiff schon ziemlich nah. Da sind zwar noch andere Schlachtschiffe dabei, 2 Stück. Ich frage mich, wo die Torpedogeschwader meines Konkurrenten sind. Also sieht eigentlich relativ gut für uns aus. Na komm, schalt doch die Miyogi aus. Er hat volle Breitseite auf ihn. Nee, den torpediere ich jetzt nicht da unten, oder? Wenn ich jetzt die Miyogi angreife, habe ich Gefahr, dass ich meine eigene Kawachi... Ey, die schießen auf mich. Wenn ich jetzt hier Torpedos reinschmeiße, könnte es die Kawachi treffen. Nee, ist mir zu gefährlich. Oh, jetzt muss ich die Miyogi überfliegen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht so.
Aber die Ober, jetzt habe ich scheiße, 2 Stück verloren. Muss mal ein Turbines reinhauen. Ah, das wird nix. Das war Schrott. Ah, Mist. Da habe ich mich verklickt. Die Ober ist viel schneller als die Torpedos. Na. Ach, das war nichts. Das war überhaupt Schrott. Aber ich... Das war Schwachsinn. Ich hätte doch die Miyogi bombardieren müssen. Das sind die feindlichen Torpedobomber. Das zieht ab, das Geschwader. Mal gucken, ob mein Jägergeschwader noch erreichen kann. Komm, 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 komm. Ja, die Torpedos rein. Aber weites Spreading bekommen. Aber ein Torpedo wird auf jeden Fall treffen. Das wird er nicht überleben. Ich stehe da ziemlich alleine gleich. Da ist nur noch ein Schlachtschiff, wenn man auf der Karte guckt. Unten bei der 7, ne? J7 ist noch. Ein Schlachtschiff noch. Der Kreuzer macht mir mächtig Sorgen. Ich hänge hier schon an der Insel, ne? Komm, Geschwader, ich brauche es. Hier dürfte mein Jagdgeschwader reiche Beute machen. Das dürfte er ja wohl gewinnen, das Schlachtschiff, oder? Dann gehe ich mal das hier bombardieren. Also der wird ja den Kreuzer ausschalten können, oder? Oh nein. Risiko, ich fliege jetzt mal aufs Schlachtschiff. Ah ne, hat ihn unten ausgeschalten. Okay, dann kann ich in Ruhe die New York angreifen. Na? Habt ihr an der Insel hängen? Oh, das wäre jetzt eine reiche Beute, wenn der an der Insel hängen bleibt. Na. Na, er dreht jetzt ganz doof für mich. Na, er macht es relativ gut. Er geht jetzt in eine volle 180-Grad-Wendung. Das müsste eigentlich eine Breitseite sein. Oh nein, er dreht rein die Torpedos. Oh nein, die gehen nicht scharf. Ah doch. Huh, das war aber knapp. Aber trotzdem, wie gesagt, 4 Torpedotreffer. Ich finde, ich weiß nicht, ich habe noch nicht mehr hinbekommen. So, was lebt noch? Das Schlachtschiff. Das wird jetzt aber auseinandergenommen. Ah, der Kreuzer darf es zerlegen. Ach, er schickt sogar Torpedos los. Na, bam. Okay, dann gibt es noch den Flugzeugdreher um. Zack. Gut. Ich würde sagen, das Match war's dann. Der Kreuzer jagt ihn schon. Schicken wir unsere Jagdgeschwader mal rauf. Auch wenn ich denke, dass der Kreuzer relativ schnell ist und das gute Ding ausschalten wird, bevor ich hochkomme. Ein bisschen Eigenwerbung. Wer an World of Warship Guides interessiert ist. Wenn ich nicht vergesse, habe ich den Link bereits zu Beginn eingeblendet, aber ich habe inzwischen 4 Guides veröffentlicht. Demnächst werden noch 2 weitere Guides kommen zum Thema Skills, Kapitänskills und zum Thema Zitadellentreffer. Und wie gesagt, bisher sind es nur 4 Guides. Teilweise noch ein bisschen Closed Beta Stand. Torpedogeschwader, durch lieber das Torpedogeschwader angreifen. Was hat denn der torpediert? Das war jetzt ein manueller Einwurf, ein automatischer Einwurf. Da haben die Torpedos teilweise so eine komische Flugbahn. Flugbahn. Eine Wasserbahn. Was sind Torpedos? Haben die eine Flugbahn? Nee, Flugbahn ist doof. Wasserbahn? Geschwindigkeitsbahn? Ich habe keine Ahnung. So, irgendwie kriegt der Kreuzer aber auch nicht gebacken.
Decken wir mal den feindlichen Flugzeugträger auf, dass der Kreuzer wenigstens schießen kann. Aber vorher müssen wir leider die Staffel hier angreifen. Meine Torpedostaffel ist auch langsam da. Vielleicht kriege ich ihn. Wie die Torpedos da reingehen, total komisch. Da ist er, komm, schieß auf ihn. Ja. Aber er hält sich echt noch lange, ne? Der hält sich wahrscheinlich extra für mich so lange, dass ich den jetzt noch schöne Breitseite verpassen kann. Achso, meine Jäger drehen um, die Munition ist alle. Na, normal hätte ich sie jetzt wieder zurückziehen müssen zur Aufklärung, aber jetzt ist mein Torpedo-Geschwall schon da. So, wir kriegen wirklich noch eine Salve drauf, habe ich nicht gedacht. So, bitte mal schön ausrichten für mich. Bitte schön lächeln. Lächeln, liebe Rojo. So. Na komm, hör auf zu drehen und stell dich deiner Torpedosalve. Ah, was mach ich denn für einen Schrott? Nee. Na, das wird nichts. Das wird nichts, er dreht rein in die Torpedosalve. Wir haben maximal 2 Treffer, schätze ich. Einer. Oh, sogar nur einer. Oh, Mann. Ist mir nicht mal der Kill gegönnt worden von der Ruyo. Ich glaub's nicht, ich glaub's wirklich nicht. Na komm, versenkt sie. Er kann sogar oben einen Einwurf machen. Jetzt aber. Und bam. So, gucken wir mal aufs Endergebnis. Müsste ziemlich gut sein. Jo, 4200 XP. Wir haben 3 Abzeichen gemacht, Großkaliber. Insgesamt 15 Torpedotreffer, ein Ziel zerstört am Anfang. Festblatt haben wir gemacht, 14 Flugzeuge abgeschossen. Und sind natürlich nahtlos auf Platz 1. Ich denke, das war eine gute Runde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich würde mich über Feedback freuen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Blugraum.